Fünfter Spieltag in der NRW-Liga und die Sportfreunde Siegen sind zu Gast bei der zweiten Mannschaft des MSV Duisburg. Nach dem Unentschieden letzte Woche gegen den SV Schermbeck wollte man auf jeden Fall heute 3 Punkte mit auf die Heimreise nehmen. An den Siegener Fans sollte es nicht liegen. Sie machten diese Partie mal wieder zu einem Heimspiel für die Sportfreunde Siegen. Kleine Änderung in der Startelf von Michael Boris, Matthew Dolman heute von Anfang an. Die erste Gelegenheit gehörte aber dann den Gastgebern. Eckball für die in Weiß-Blau spielenden Duisburger. Siegen kann zunächst klären, aber die Gastgeber versuchen es dann mit einem Fernschuss. Dieser Ball ist aber keine wirkliche Prüfung für den ehemaligen Duisburger. Und jetzt Siegener Keeper Raphael Kotschor. Die Sportfreunde Siegen nach diesem Freistoß von Daniel Grebe. Und die anschließende Ecke, da hatten sie ihre erste Möglichkeit. Julian Jakobs kommt dann über die rechte Seite mit dem Flankenball. Aber Roland Müller im Duisburger Tor kann den Ball sicher aufnehmen. Dann wieder die Duisburger. Der Ball kommt durch zu Türkeri, der mit der Flanke sucht da den Kapitän Öztürk. Aber dieser Ball ging dann ins Leere. Dann Freistoß, Daniel Grebe und da ist es. Alexander Hettich, der nimmt das Ding Volley und trifft zum 1:0 für die Sportfreunde Siegen. Und natürlich schauen wir uns auch hier nochmal die Zeitlupe an von diesem wunderschönen Treffer. Der Freistoß kommt und Alexander Hettich nimmt ihn Volley sofort und der Ball kommt dann über den Keeper ins lange Eck und der passt haargenau. Also die Sportfreunde Siegen jetzt hier mit der 1:0-Führung beim MSV Duisburg. Dann aber Schrecksekunde, denn der Schiri pfeift. Er hat ein Foul gesehen von Raphael Kotschor an einem Duisburger Spieler. Strafstoß für die Heimmannschaft. Und auch hier schauen wir uns natürlich nochmal genau die Zeitlupe an. Man kann den Elfer geben, aber der Duisburger Spieler, er hakt sich auch dankend ein. In dem Fall Öztürk, der Kapitän. Aber es hilft nichts. 11 Meter für den MSV Duisburg. Und da ist es die 10. Türkeri, der nimmt sich den Ball und Raphael Kotschor ahnt die richtige Ecke. Aber 1:1 steht es jetzt hier zwischen dem MSV Duisburg und den Sportfreunden Siegen. Und natürlich auch hier nochmal die Zeitlupe. Raphael Kotschor, er kennt hier noch ganz viele Spieler aus seiner damaligen Zeit beim MSV Duisburg und ist hier in der richtigen Ecke. Aber kann dann doch nichts mehr ausrichten für die Sportfreunde Siegen. Dann wieder Freistoß. Daniel Grebe wieder auf den langen Pfosten. Und die Sportfreunde Siegen setzen nach. Wieder Alexander Hettich. Und dann ist es Sven Michel im Nachschuss. Aber der Ball geht dann doch deutlich über das Duisburger Tor. Wenige Augenblicke später. Eckball für den MSV Duisburg. Der Ball kommt lang. Und im Nachschuss ist es da Michael Laletin. Aber dann die Situation abgepfiffen, Raphael Kotschor da bedrängt im eigenen 5-Meter-Raum. Und wieder die Duisburger. Flanke kommt von der linken Seite und Leon Binder da mit einem Fehlpass direkt in die Füße eines Duisburger Spielers. Und die können ihrerseits jetzt wieder neu aufbauen. André Hoffmann da mit dem Pass und jetzt kommt ein Fernschuss von André Jay. Aber der geht dann doch nebens Tor, also nach wie vor 1:1. Und die Sportfreunde Siegen, sie wollten natürlich nachlegen, denn außer dem Elfmeter für Duisburg kam hier nicht wirklich viel. Immer mal wieder Schüsse aus der zweiten Reihe, aber so richtig heiße Torchancen hatten die Duisburger nicht. Und dann wieder Eckball und wieder kommt der Ball gefährlich vors Tor, aber die Duisburger können nichts daraus machen. Also Standardsituation sollte man vermeiden, dann hat man die Duisburger eigentlich unter Kontrolle. Hettich dann mit dem Pass auf die rechte Seite, der Ball kommt und Möglichkeit da für die Sportfreunde Siegen. In dem Fall für René Lewe-Johann da die erneute Führung für die Sportfreunde zu erzielen. Die anschließende Ecke. Die Sportfreunde Siegen gaben jetzt nochmal richtig Gas, wollten sich hier mit dem 1:1 vor der Pause nicht zufrieden geben, wollten hier nachlegen und mit einer Führung in die Halbzeitpause gehen. Alexander Hettich und die Sportfreunde Siegen bauen neu auf. Matthew Dolman zu Daniel Grebe. Grebe dann mit der Flanke vors Tor und die Duisburger können klären.
aber die Sportfreunde Siegen setzen weiter nach. Jetzt aus der Ferne mit einem Distanzschuss ist es für Novak und es bleibt dabei 1:1 zur Pause. Und die Sportfreunde Siegen, sie legten nach, direkt nach dem Halbzeitpfiff. Alexander Hettich mit dem Pass zu Julian Jakobs und der versucht es dann mal selber aus spitzem Winkel. Aber der Ball geht dann übers Duisburger Tor. 5 Minuten vor Spielbeginn wies man uns netterweise unter Hinzunahme von 2 Polizisten darauf hin, unsere Position, unsere Kameraposition zu räumen für die vereinsinterne Kamera des MSV Duisburg. Aber in diesem Fall hatten wir leider klare Sicht, als der Schiri zum zweiten Mal pfeift, als ein Duisburger Spieler im Siegner Strafraum fällt. 2. Elfmeter für den MSV Duisburg. Florian Haien, der Unparteiische, sieht da ein Foul von Matthew Dolman an dem Duisburger Gegenspieler. Auch da protestieren natürlich wieder die Sportfreunde, aber auch hier hilft's wieder nichts. 2. Elfmeter für den MSV Duisburg. Raphael Kotschor eben war schon in der richtigen Ecke und diesmal ist er sogar am Ball. Aber platziert geschossen davon Öztürk vom Kapitän vom MSV Duisburg. Also die Heimmannschaft führt jetzt hier mit 2:1 gegen die Sportfreunde Siegen. Und wir schauen uns nochmal die Zeitlupe an. Raphael Kotscher ahnt die Ecke und ist sogar mit den Fingerspitzen noch dran, kann aber dennoch nicht verhindern, dass der Ball im Netz zappelt. Jetzt aber die Sportfreunde Siegen. Sie gaben nochmal richtig Gas. Julian Jakobs. Und dann ist es Roland Müller, der den Ball sicher aufnehmen kann. Vasic, der Trainer des MSV Duisburg, sah jetzt, dass Michael Boris an der Seitenlinie aktiv wurde. Anis Saidi ging raus, für ihn Isa in der Partie. Aber zunächst Duisburg versuchten sich jetzt da mit Befreiungsschlägen Luft zu verschaffen, denn die Sportfreunde Siegen wurden stärker. Aber zunächst nochmal eine Möglichkeit für den MSV Duisburg. Da sind sie schon im Siegener Strafraum und haben dann doch nicht die Möglichkeit, hier ihre Führung auszubauen, denn die Sportfreunde Siegen können klären. Dann Jan-Peter Stein für Sven Michel. Michael Boris setzte jetzt alles auf eine Karte. Und die Sportfreunde Siegen, sie treten auf. Eckball zunächst geklärt vom MSV Duisburg. Daniel Grebe bringt dann die Flanke vors Tor und die wird gefährlich. Aber Duisburg kann im letzten Moment klären. Und auch der Nachschuss von Julian Jakobs kann geblockt werden vom MSV Duisburg. Jetzt aber fast nur noch die Sportfreunde Siegen. Julian Jakobs auf der Außenbahn mit der Flanke. Lebe Johann. Jan Novak trifft hier zum 2:2 Ausgleichstreffer. Und auch hier nochmal die Zeitlupe. Lewe Johann verlängert und Jörn Novak nimmt diesen Abpraller dankend an und zimmert das Ding in die Maschen. Keine Möglichkeit dafür, Roland Müller noch irgendwie einzugreifen. Also die Sportfreunde Siegen. Immerhin einen Punkt hätten sie jetzt sicher. Und jetzt Freistoß vom eingewechselten Isa. Der Ball kommt lang und kann zunächst geklärt werden. Jan-Peter Stein, Daniel Grebe wieder raus zu Julian Jakobs, der heute mit einem bärenstarken Spiel. Flanke kommt und Leon Binder trifft per Kopf zur Führung für die Sportfreunde Siegen, die jetzt hier 3:2 führen gegen den MSV Duisburg. Leon Binder springt da höher als seine beiden Gegenspieler und drückt das Ding unter die Latte. Keine Möglichkeit dafür, Roland Müller noch was zu machen. Also 3:2 führen jetzt hier die Sportfreunde Siegen. Und Michael Boris wechselte nochmal aus. Marci Saigani kam für Daniel Grebe. Und die Sportfreunde Siegen, sie hatten nur noch wenige Minuten hier zu spielen, mussten nicht mehr viel überstehen. Hier wurde es nochmal heikel, denn da wollte der MSV Duisburg den dritten Strafstoß. Und da wurde es auch einigen sportfreunden Spielern dann langsam zu viel. Denn der MSV Duisburg hatte keine andere Möglichkeit, als hier durch Standards oder durch Strafstöße den Sportfreunden Siegen gefährlich zu werden. Dann aber nochmal ein ganz heikler Augenblick.
Da ein Aussetzer von Rafael Kotschau. Was macht er da? Bringt da nochmal die Möglichkeit für den MSV Duisburg, den Ausgleich zu erzielen. Dann war aber Schluss. Die Sportfreunde Siegen gewinnen mit 3:2 gegen die kleinen Zebras des MSV Duisburg. Im nächsten Spiel wartet wieder eine Amateurmannschaft, Arminia Bielefeld, dann zu Gast im Siegener Leimbach-Stadion am kommenden Sonntag live auf siegen-tv.com. Michael, am Ende noch 3:2 gewonnen bei den kleinen Zebras beim MSV Duisburg. Wie glücklich bist du darüber? Ja, total, weil wir letzte Woche einfach nicht gut gespielt haben und mit Sicherheit 2 Punkte liegen lassen haben. Ich sag mal, bei einer Saisonplanung überlegt man ja, wo holt man die Punkte, wo könnte man mit einem Unentschieden zufrieden sein. Und ich denke, wir haben das Ding einfach gedreht, gegen Schermbeck gewonnen, heute ein Punkt. War so in der Planung, weil sie wirklich gut sind, auch durch die Profi-Unterstützung. Und wir haben es jetzt umgedreht gemacht. Schade natürlich, dass wir zu Hause nicht so das Spiel nochmal gedreht hätten. Hätte ich gerne gesehen, wenn die Zuschauer zu Hause da ausgeflippt wären. Ich habe mal so zwischendurch im Sportfreunde-Forum gelesen und nach dem zweiten Elfmeter, da gingen direkt wieder auch unsere Zuschauerzahlen nach unten, aber nachher gingen sie wieder ganz rapide nach oben. Wie hast du das gesehen nach dem 2:1 Führungstreffer für Duisburg? Hast du da schon ein bisschen gebangt, dass das hier in die Hose geht? Nee, ich habe ja grundsätzlich, glaube ich, ist man in einem Beruf so, dass man immer da Glaube dran hat, man ist Realist, aber jetzt nicht, ich bin ja nicht weggegangen nach dem 2:1, sondern habe mich mit Karte kurz geschlossen, was macht man? Wir haben Saidi rausgenommen, haben da wieder Issa für gebracht, der natürlich dann nach vorne in das Spiel belebt, weil die 6 dann aufgelöst ist. So, dann drehen wir das Spiel, dann habe ich Daniel Grebe rausgenommen für Massi Salgani, um wieder sicher zu stehen hinten, weil er halt kopfballstark ist. Das ist ja schon ein Größenunterschied von, ich glaube, 1 Meter, was die beiden da auseinander sind. Nein, dran glauben tue ich immer. Ich habe auch an Schermbeck dran geglaubt, weil wir einfach fit sind, weil wir Moral haben, weil die Truppe auch intakt ist, weil da drüben, ich weiß nicht, wie viel mit waren, 400, 300, ich habe keine Ahnung, die uns super unterstützt haben, dass hier auf einmal Siegerland gerufen wird. Und doch, dran geglaubt habe ich. Ist der Druck aber vielleicht von den Fans auch vielleicht ein bisschen groß, weil die immer wieder singen, dieses Jahr Aufstieg in die Regionalliga? Ich glaube, jeder, der hier unterschrieben hat, hat quasi dieses Saisonziel mit unterschrieben. Das war von vornherein klar. Ich sehe keinen Druck. Ihr müsst aber nur wissen, Duisburg, wie gesagt, finde ich gut als Amateurmannschaft. Bielefeld ist auch gut, Aachen ist auch gut. Und dann die Punkte halt Schermbeck, Aalen. Wenn ich sehe, dass Aalen erst 1 Punkt geholt hat, die tun weh. Ich denke, Viktoria, Duisburg, das wird sich dann irgendwo gegeneinander nicht immer so viel tun. Ja? Und von daher ist kein Druck da, sondern heute war ein Spiel, denke ich, total auf Augenhöhe gegen eine gute Duisburger Mannschaft, wo wir dann schlussendlich gewonnen haben. Beim Rückstand warst du ganz ruhig an der Seitenlinie. Wo ihr in Führung wart, hast du wieder richtig Gas gegeben. Wieso? Normalerweise müsste doch genau andersrum sein. Ja, man sieht ja, was dann so, ja, wir führen 1-0 und jetzt habe ich gerade von dir gehört, dass hier 2 Minuten später der Elfmeter kommt. Das hatte ich schon in Aalen und auch schon 2-mal und das wollten wir eigentlich abstellen. Den Elfmeter muss ich mir bei dir nochmal angucken. War das einer, war das keiner? Das ist natürlich, das ist gut vor der Kabine. Schneid's raus, ne? Nee, lassen wir drin. Eine Frage habe ich aber noch. Rufen Siegerland. So, hier nochmal. Ja, na klar, dann muss man nach dem Rückstand, was machen wir? Ich habe direkt zur Karte gesagt, muss Ennis rausnehmen, muss die Issa für bringen. Na, wir warten noch, warum warten? Ja, weil war 65. glaube ich, kann das sein. So um die 60. rum, ja, habe ich noch eine halbe Stunde Zeit gehabt. So, und Issa trainiert gut. Und es trainieren auch 12, 13, 14, 15, 16 gut. Und dann kann man die reinschmeißen. Eine Frage noch zum Schluss. Du hast relativ zum Ende zum Lewe gerufen, ey Dicker, die Linie läufst aber noch zurück. Der Junge hat 6 Kilo abgenommen. Ja, ihr müsst wissen, nicht mit CK, sondern mit Doppel-G. Sagt man in Hamburg so, anstatt ey Alter oder ey Keule. Oh, und er hat die Position verlassen gegenüber Peter Stein und ist auf die linke Außenbahn gegangen. Und da habe ich gesagt, wenn du die Position einnimmst, musst du natürlich auch zurücklaufen. Naja, macht er keine Probleme. Also man sieht auch, Lewe muss dich nicht reanimieren oder in die Kabine tragen. Wir sind schon auf einem guten Weg. Was ich dir auch schon mal ein paar Mal gesagt habe, Geduld. Ne? Man gewinnt einfach mal ein Spiel mit einem Torunterschied. Möchte ich auch nicht, für meine Nerven, wenn ich alt werde. Aber es ist halt so. Nächstes Spiel wieder gegen Amateurmannschaft. Ja. Bielefeld kommt dann. Was rechnest du dir da für Chancen aus? Du, auch wieder Spielfeld eng halten. Ich denke, wir haben heute super Zweikampfverhalten von uns gesehen. Dann müssen wir sie, weil sie können Fußball spielen. Ne? Sind junge Leute, kommen gerade aus der A-Jugend-Bundesliga, haben Lust, Fußball zu spielen und die Lust muss man nehmen. Und dann fangen wir an, Fußball zu spielen. Wenn ich heute Alex hätte, ohne keinen hervorzuheben, aber Alex hätte ich sehe, der hatte heute eine Spiellust. Jule Jakobs bereitet das Ding wieder vor. Ja? Lewe ist ganz viel gelaufen, hat zwar kein Tor gemacht, aber viel gelaufen. So. Und das sind so die Sachen, die wir nächste Woche auch wieder abrufen müssen. Vorher spielen wir noch Westfalenpokal, müssen da auch eine Runde weiterkommen und dann geht erst das Hauptaugenmerk auf Bielefeld. Jetzt erstmal Langscheid-Enghausen. Haben wir heute jemanden hingeschickt, wird ab morgen, werden wir uns darauf total konzentrieren. Gut, dann gute Heimfahrt, viel Glück beim Pokal und dann gegen Bielefeld. Danke.
Nee, am Ende 3-2 gewonnen gegen MSV Duisburg. Zwar gegen die kleinen Zebras, aber wie glücklich bist du da drüben? Ja, sehr glücklich. Ne? War natürlich ganz wichtig nach dem Grundenspiel, was wir gegen Schermek abgeliefert haben. Haben uns alle in die eigene Nase gepackt. Keine Schuld bei den anderen gesucht, also untereinander, sondern jeder für sich selber ist mit sich ins Reine gegangen und hat bei sich selber die Fehler gesucht. Und unter der Woche haben wir auch hart daran gearbeitet, wieder in die Spur zurückzufinden, ins System. Und ich denke mal, wenn wir das heute gesehen haben, bis auf die beiden Elfmeter haben wir ja gar nichts zugelassen. Und Trainer, das uns eingeflößt, dass vorne die Abwehrarbeit bei mir beginnt. Und ich denke mal, von daher geht der Sieg in Ordnung. Hast du gegen nach dem 2-1 für Duisburg, hast du da befürchtet, dass das vielleicht hier heute in die Hose gehen kann? Nein, nein, ehrlich, wirklich. Also viele halten mich jetzt für bekloppt und sagen, ja, jetzt haben sie gewonnen und jetzt hat er gut reden. Nein, ich habe zum Daniel Grebe und zum Jörn habe ich gesagt, das sind die beiden, die für die andere Mannschaftshalle, sprich Mittelfeld und Abwehr, zuständig sind. Immer dran glauben, unsere Stärken ausspielen und dann gewinnen wir das Spiel. Und letztendlich ist es eingetreten. Der Trainer gab dir kurz vor Ende eine kleine Bemerkung. Da gab es einen Freistoß für Duisburg und sagte zu dir, ey Dicker, die Linie läufst du auch wieder zurück. Jetzt will ich mal fragen, wie Dicker gemeint ist und ob du das Gleiche sagst wie der Trainer. Ja, mit Dicker denke ich mal Kumpel. Ich meine, jeder, der mich vorher gesehen hat, vor meiner Zeit jetzt in Siegen, hat gesehen, was ich an Kilos gelassen habe. Und ich meine, ihnen ist wichtig gewesen, dass wenn ich dann da die Position von Peter Stein annehme, sprich den Linksaußen, auch die Defensivarbeit mitmache. Aber ich denke mal, wer heute gesehen hat, was wir mal locht haben da vorne, auch mit nach hinten. Also für die drei Punkte zerfleische ich mich. Also Trainer und du, ihr seid euch einig. Jetzt kommt Arminia Bielefeld ins Leibach-Stadion. Was rechnen Sie da für Chancen aus? Ja, ich denke mal, es wird genauso schwer wie jetzt gegen Duisburg. Es wird harte Arbeit, weil Amateurmannschaften körperlich alle fit, ja, physisch auf einem guten Niveau, sind gut ausgebildet, wollen die Kugel laufen lassen. Und wichtig ist, wie gesagt, dass wir unser System spielen, in unseren Reihen bleiben. Und dann denke ich, wird es sehr schwer gegen uns zu gewinnen. Und nochmal, ich sage es jetzt nochmal, ich habe es wieder mitgekriegt. Im Umfeld herrscht dann wieder ganz schnell viel Unruhe und Druck, nochmal, haben wir wirklich nicht. Wir spielen befreit unseren Ball auf und ich denke mal, dass wir das heute gesehen haben, dass wir uns davon nicht aus der Bahn werfen lassen. Gut, dann viel Spaß jetzt beim Auslaufen, gute Heimfahrt und viel Erfolg gegen Bielefeld. Alles klar, danke. Jörn, selber ein Tor gemacht, am Ende 3-2 gewonnen, 3-2 gewonnen, ja doch, wie glücklich bist du? Ja, sehr, also mit dem Ausgang auf jeden Fall. Wir haben immer dran geglaubt, auch nach dem Rückstand. Sicherlich ärgerlich war, unnötig vor allem. Und ja, aber man hat es letzte Woche schon gesehen, dass wir den späten Ausgleich machen. Diese Woche drehen wir das Spiel noch und also man sieht die Moral in der Mannschaft ist absolut intakt. Es war zwar ein Elfmeter, der 1-1 Ausgleich, aber er kam ziemlich schnell wieder nach dem Führungstreffer. Ähnlich wie gegen Aalen. Warum immer so die schnellen Gegentore? Ja, das müssen wir analysieren. Wir stehen nicht kompakt bei der Entstehung, machen dann 2-3 individuelle Fehler. Ich denke, wir können es noch klären, bevor es zum Elfmeter kommt. Dann ist es für mich keiner, weil er klar den Ball spielt. Aber egal, er pfeift und dann müssen wir sicherlich sehen, dass wir, gerade wenn wir frisch eine Führung erzielt haben, dass wir es kompakter stehen, dass wir länger warten, bis der Gegner ungeduldig wird, und dann, um dann nachzulegen. Jetzt geht es wieder gegen eine zweite Mannschaft. Ihr spielt unter der Woche noch im Pokal, aber dann kommt Bielefeld nach Siegen. Was siehst du da für Chancen, 3 Punkte in Siegen zu behalten? Na, ich würde schon lieber erstmal über das Pokalspiel reden. Westfalen-Pokal, ich glaube, die spielen nur eine Liga unter uns oder eine Klasse unter uns. Da müssen wir absolut unsere Ziele im Pokal untermauern. Da darf es keine Diskussion geben, dass wir dort weiterkommen. Und wenn wir das am Mittwoch geschafft haben, dann können wir uns auf Bielefeld vorbereiten, wo wir sicherlich zu Hause wieder einen Dreier erzielen wollen. Aber wie gesagt, Hauptaugenmerk ist erstmal auf Mittwoch. Ein Wort noch zu den Fans. War eigentlich wieder ein Heimspiel für euch, oder? Ja, klasse. Also, dass immer so viele mitkommen, das ist schon Wahnsinn. Ich habe es Anfang der Saison schon gesagt, es geht nur zusammen. Fans, Mannschaft, Verein. Ja, und es ist schön, dass wir dann auch ein bisschen was zurückzahlen können. Mit so einem Sieg. Die fahren jetzt alle glücklich nach Hause, denke ich. Und da sind wir auch stolz drauf, dass wir den Fans was zurückgeben können. Dann fahrt ihr gleich auch glücklich nach Hause, kommt gesund zu Hause an, gute Heimfahrt und bis nächste Woche. No, danke. Leon Binder, selber die Bude gemacht zum 2-2. Diesmal habe ich das richtige Tor ausgesucht. Wie glücklich bist du über den Sieg? Ja, ist wieder falsch. Ich habe das 3-2 gemacht. Aber ich bin glücklich, ja klar. Wie hattest du Befürchtung, dass das nach dem 2-1 für Duisburg hier vielleicht heute nach hinten losgeht? Nö, ich hatte jetzt keine Zweifel. Wir haben eigentlich ein richtig gutes Spiel hingelegt, haben diese 2 Elfmetersituationen gehabt, wo ganz klar der erste kein Elfmeter war und der zweite war einer, kann man auch so ganz klar sagen. Ja, und dann hatten wir einen Rückstand, mussten uns zurück reinbeißen, haben aber gut eingewechselt und haben das Ding noch gedreht.
Ihr seid aber nach dem Führungstreffer für Duisburg eigentlich ganz ruhig geblieben. Habt also auch der Trainer habt eigentlich an eure Chance hier geglaubt, oder? Ja, ich denke, das war der Schlüssel zum Sieg auch, weil wir einfach unser Spiel durchgezogen haben und uns vertraut haben. Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und auch der Rückstand hat uns dann nicht umgehauen. Wieder ein Kopfballtor gemacht. Du bist ja fast dafür zuständig bei den Sportfreunden. Also wenn Leon Binder vom gegnerischen Tor auftaucht, ist eigentlich immer gefährlich, oder? Nö, also ich habe auch noch ein paar Teamkollegen, die auch noch ein bisschen Räume frei machen und auch kopfballstark sind. Also ich denke auch an Massi Salgani oder mit Jan Novak habe ich gut gekreuzt vor dem Siegtor jetzt. Da sind wir grundsätzlich gefährlich, treten sie auch sehr gut. Unter der Woche kommt das Pokalspiel, danach aber die nächsten Amateure, Arminia Bielefeld. Wie siehst du da die Chancen, 3 Punkte in Siegen zu behalten? Ja, denke ich erstmal nicht dran. Mittwoch ist das nächste Spiel. Bis dahin erstmal regenerieren und dann eine Runde weiterkommen. Dann lauf jetzt schön weiter aus. Gute Heimfahrt und bis nächste Woche. Ja, danke schön.